Herzlich willkommen zu Folge 21 von The Banner Saga. Ich bin Stein Simon, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, in der letzten Folge haben wir die Schlacht erfolgreich geschlagen, beide Runden diesmal. Und jetzt sind wir in der Situation, dass eine Schlacke aus dem Nichts aufgetaucht ist und sich an einem Wagen Schaden gemacht hat. So. Er ist bereits viel zu nah an der Klippe. Der verwirrte Jox baumelt im Geschirr über dem Abgrund. Auf ihn klammert sich der Wüter fest. Gunulfs ist es, der gerade den Absturz verhindert. Seine eine Faust hat mit weißen Knöcheln die Wangen gepackt. Die andere Hand umschlingt einen Baum. Gunulf sagt, dass er loslassen soll. Versucht Gunulf beim Hochziehen zu helfen. Versuchen den wieder abzuschalten. Also jetzt haben wir quasi die... Boah, was machen wir? Ich meine, wenn der gerade noch so an der Hand hängt von Gunulf, glaube ich irgendwie nicht, dass wir den Büder abschütteln können, oder? Es wäre natürlich interessant, haben wir versuchen, ihm zu helfen. Du packst den Wagen und ziehst. Ihr habt kaum Boten gut gemacht, als Gunulf unfreiwillig den Baum entwurzelt. Mit fürchterlicher Gewalt wirst du zum Abgrund gezerrt. Wir haben kaum Boten gut gemacht. Das heißt, wir haben Boten gut gemacht. Aber was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass wir allesamt runterstürzten. Wenn wir nach anderen rufen, kommt ihr auch? Und wie viel Platz, also wie viele Leute könnt ihr damit anpacken? Das wäre ja die wichtige Frage. Wir probieren es einfach mal. Die anderen springen auf den Wagen zu, gerade als er über die Klippe geht. Scheiße. Nein, schreit der alte Wal. Der Wagen stürzt ab und kollidiert im Fallen mit dem Felsen. Ein Regen aus Gold und Blut geht nieder. Der Jox und der Wüter werden zerrissen. Gunulf bleibt regungslos liegen. Seine Gliedmaßen sind unnatürlich abgewinkelt. Das ist schlecht. Nach dem Schrecken über Gunulfs Tod fragst du dich, warum der Wüter eigentlich über den Jox hergefallen ist. Dann wird dir klar, dass das größere Problem augenblicklich in dem Schatz besteht, der am Fuß der Klippe verteilt liegt. Ja, Ubin ist ja für den Schatz verantwortlich, ne? Welche Wahl bleibt uns schon, murmelt er. Gunulf ist tot, das sieht jeder. Ich dachte, er wäre regungslos am Boden und die Beine. Also nur weil die Beine gebrochen sind, heißt nicht, dass er tot ist, ne? Selbst wenn wir das Gold noch hochholen. Womit sollen wir es transportieren? Er klingt geschlagen, scheint aber entschlossen weiterzusehen. Widerwillig brecht ihr auf und lasst die schaurige Szene zurück. Moral fällt.
Das ärgert mich tatsächlich sehr. Aber das ist das, was ich so ein bisschen. Aber ich denke mal, so sollen die Entscheidungen auch sein, ne? Aber einfach, dass einem sämtliche Informationen zu dem Geschehen vorenthalten werden, ne? Also ich konnte ja nicht wissen, dass die jetzt gefühlt einen halben Kilometer weg standen und nicht schnell genug da sind, um helfen zu können. Meine, wir haben Fasold noch. Wir leveln mal Chris. Er ist auf jeden Fall gut zu gebrauchen, gut zu integrieren in unsere Gruppe. Wir machen bei ihm mal Schaden. Dann können wir Irsa noch befördern. Das werden wir, dass wir aus der Distanz sehr schön Rüstung wegballern können. Sehen hier jetzt leider nicht, wie weit wir gekommen sind, ne? Trotzdem raste ich mal mindestens 2 Tage. Mehr können wir nicht machen. Dann lasst uns weiterziehen. Da ist der Götterstein jetzt. Nehme ich an. Karawane macht eine kurze Rast unter dem Götterstein. Die Krieger sind froh darüber und der Stein vermittelt euch das tröstliche Gefühl von Geborgenheit. Den Leichen, die unter ihm liegen, hat er allerdings nicht geholfen. Die Erde um den Götterstein herum ist verkohlt, als habe es einen Kampf gegeben. Kaufleute, keine Güter. Dengler ist von diversen Gütern umgeben, ein Fass Met unbekannten Alters, losem Silber, eine Statue aus Speckstein, Opfergaben für einen toten Gott. Opfergaben in Frieden lassen, aber aus dem Schwager des Kaufmanns sehen. Wir machen das mal. Ein Glitzern inmitten des Leichenbergs zieht deinen Blick an. Du findest eine goldene Halskette mit 5 Ringen unter einem Wams. Der Tod ist der Schwager des Kaufmanns, er hat es wohl nicht geschafft, murmelst du. Und wir nehmen mal die Halskette an, um sie, ich glaube, Schwager war es, zu geben. Du wirst Mugrid die Halskette zu und sagst ihm, dass er auf sie aufpassen soll. Wenn irgendwer vertrauenswürdig ist, dann er. Wie auch immer sie darauf gekommen sind, dass ein Götterstein Sicherheit bedeutet, grummelt Murkre. Wir sind hier völlig exponiert. Wenn wir rasten wollen, sollten wir es woanders tun. Beim letzten Götterstein hat es uns was gebracht zu untersuchen. Dementsprechend werde ich es untersuchen. Wir sind ja schließlich eh umzingelt von Wütern, so wie ich das verstanden habe. Dengler gehört immer zu den Lieblingsgöttern der Menschen. Er war der Gott der guten Geschicke. Angeblich brachte er Glück, Wohlstand und was immer sonst man sich wünscht.
aber nicht erlangen konnte. Aber nicht erlangen konnte. Das Wort Geschick hat einige Bedeutung. Schließlich zielt ihr weiter. Okay, wir haben nichts gefunden diesmal. Außer eine Errungenschaft ist die. Ein bisschen Ansehen gefunden. Ist gut. Ich möchte jetzt mal schauen, wenn dieser Tag umgeht. Gehen wir nochmal ins Lager. Hat das jetzt was gebracht? Oder bringt es wirklich nur was, wenn wir... Es scheint nur zu bringen, wenn wir aktiv rasten. Was bringt die uns? Ein Willen pro Tötung, Münze des Blutvergießens. Ich glaube, dann bekommt er die. Ja, er kann auch zwei Willenskräfte einsetzen. Ich wüsste gerne auf der Karte, wie weit wir sind. Na, sagt er, und wir können sogar auf die Karte schauen, wie weit wir sind. Okay, wir sind bald in Gerathorn, ne? Wir müssen aber noch nach Schlitt. Ich meine, vermutlich werden wir auf dem Weg nochmal Menschen aus unserer Gruppe leider verlieren. Ich glaube aber nicht, dass wir darauf verzichten können, ausgeruhte Helden zu haben. Dementsprechend. Aber abgewartet, bis wir wieder fit sind. In der Ferne siehst du Rauch über den Bäumen aufsteigen. Wüter sind nicht dafür bekannt, dass sie Feuer legen. Kommen Sie, Munke. Aber man kann damit ihre Aufmerksamkeit erregen. In den großen Kriegen haben wir solche Feuer benutzt, um sie zu lenken. Ja, aber nach einer Weile sind sie dahinter gekommen. Wirft ein anderer Krieger ein? Basold. Wahrscheinlich. Es könnte auch jemand sein, der unsere Aufmerksamkeit erregen will, macht Basold geltend. Auf diesen Weg wurde die andere Gruppe aus Schlitt geschickt. Wie man es auch dreht und wendet, es wird Zeit kosten, sich Leid zu verschaffen. Zu riskant, selbst nachsehen. Also eins von den beiden. Die Kampfgeräusche vor euch lassen euch durch das Unterholz brechen, wobei ihr Toten, Wahl und Wütern ausweichen müsst. Ihr geratet in eine Szene des Gemetzels. Zahlreiche Wahl sind von Wütern umzingelt, Erklärungen müssen warten. Gut, dass wir direkt hingegangen sind, denke ich. Gut, dass wir unsere Gruppe geheilt haben. Wir machen das mal noch. Wir befördern. Machen den Punkt auf jeden Fall. Und wir geben ihm ein bisschen Rüstung. Hoffentlich sind das nicht super viele. Setzen dich hier hin. Er kann die Leute quasi auf sich lenken. 19 Leben haben die. Sie haben relativ wenig Willenskraftpunkte im Gegensatz zu uns. Nach vorne.
und setzen hier unseren Schmerzbringer ein. Und das müsste durch die komplette bis hier hinten durchlaufen. Und schön Rüstung kosten. Wir können hier rangehen. Und er kann immer noch vor. Sinn. Und der Kleine als nächstes. Dann glaubt man im Rüstung runter. Kann man nämlich jetzt mit ihm 14 Schaden machen. Können sogar 17 Schaden machen. Es reicht aber nicht, ihn rauszunehmen. Deswegen glaube ich, dass wir uns. Obwohl er hat super viel Willenskraft, ne? Ich muss mit ihm den Steigen aufhalten, dass wir sie hier rüberbringen können. Zehn Schaden. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist nicht gut. Gut, dass wir ihn schon runtergeprügelt haben. Ich meine, er hat 19 Stärkepunkte. Das wird ja irgendwie das Verhältnis aus Eigenstärkepunkten gegen Rüstung vom Gegner, denke ich mal. Geht der Schaden, den man dann anrichtet, hervor. Ich glaube, ich mache hier Heimtücke. Ich habe eigentlich lieber den Kleinen hier und nicht den Großen, weil er macht keinen Schaden oder wird keinen Schaden mehr großartig schaffen. Wir machen Heimtücke. Und nehmen Rüstung. Ich muss ihn mitbinden. Wie kriege ich ihn hier gebunden? Er wird down gehen. Ich meine, die sind hier sicher. Er kommt nicht in einer zu unserer Bogenschützin. Machen das so.
Ja, komm, wir nehmen ihn raus. So, jetzt müssen wir mal schauen, weil ich habe mich gerade ins Räuspern müssen. Schadenstechnisch ist ja nicht viel zu gebrauchen. Okay. Bleib mal hier rechts, der rechten Seite. Und wir glauben hier Rüstung, ne? Ist gut. Bin hier vor. Wir greifen die Rüstung, ne? Schaden machen wir sehr gerne mit ihm. Blocken wir ihn ab. Sehr gut. Wir machen hier nochmal 6 Rüstungsschaden. Warum macht er so viel Damage? Versteh's nicht. Der hat vor 13 Leben. Der hat seine komplette Rüstung niedergemacht. War ich mich da. Okay, daran wird es auf jeden Fall liegen, dass es so viel Schaden macht. Wir nehmen ihn raus. Müsste. Würde ihn gerne rausziehen noch. Frage ist, ob wir entkommen können. Wer kommt denn danach? Er kommt danach. Ja, die Frage ist, opfer ich ihn jetzt und mache hier nochmal Rüstungsschaden. So viel wie möglich. Oder ziehe ich mich bis hierhin zurück? Aber das wird er auf jeden Fall mitlaufen können. Und ich vermute, dass der Gegner auch schwer auf ihn drauf gehen wird, egal wo ich ihn hinziehe. Das heißt, ich mache nochmal 5 Rüstungsschaden. Auch nochmal, ah, dann holen wir uns den Kill. Zwei verloren. Anzahl nimmt zu. Einige Beförderungen wieder bekommen. Aber die werden jetzt natürlich auch teuer, die Beförderungen. Percy ist verletzt und Chris ist verletzt.
Nur 8 Ansehen, das ist halt echt nicht viel. Das ist echt nicht viel. Ich wollte eigentlich jetzt eh ins Lager gehen, weil wir haben schon wieder 25 Minuten auf der Uhr. Die Folgen werden dann doch irgendwann gut lang. Ich bedanke mich, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen rein. Ciao, ciao!